So, Herr Bartko, also wir haben jetzt einen sehr interessanten Film vor uns. Es geht um Giro d'Italia. Sind Sie überhaupt bei Giro d'Italia mitgefahren? Also meine einzige große Landesrundfahrt, die ich gefahren bin, war die Vuelta. Und den Giro kenne ich nur aus dem Fernsehen und aus meiner Begeisterung als Radsportler. Und wenn man über Vuelta spricht, also über diese Größenordnung, was muss man sich da vorstellen? Ich glaube, jede Landesrundfahrt, die über so einen langen Zeitraum geht, hat ihre eigenen Herausforderungen, auch topografisch. Für mich war es eine tolle Erfahrung, was eben möglich ist, was ein Körper leisten kann. Die Professionalität im Profiradsport, auch in der, sag mal, in der Versorgung, in der Betreuung der Athleten, das hat mich fasziniert schon immer. Und da konnte ich es mal live miterleben. Der Bahnradsport an sich ist ja für ein Publikum sehr attraktiv. Man ist nah dran an den Athleten. Die Athleten sind immer sichtbar in dem, was sie tun. Also von daher eine sehr interessante Disziplin des Radsports. Bei uns war es so, dass die Vorbereitung aber größtenteils auf der Straße stattgefunden hat oder nebenher im Kraftraum oder. Und die wenigste Zeit eigentlich auf der Bahn stattfand. Und deswegen war das eine sehr gute Mischung, sehr viel Abwechslung. Und die Begeisterung bei mir für den Bahnradsport kam eben auch in gewissermaßen durch die Erfolge. Das ist ja die größte Motivation, die einem dann auch immer wieder zu Trainingsleistungen pusht, die dann wiederum zu Erfolgen auf der Bahn geführt haben. Sie sind natürlich auf der Bahn gefahren und auch solche Sachen wie Vuelta, also auf der Straße. Wie ist der Vergleich zwischen diesen beiden? Sind das verschiedene Sportarten oder doch nicht? Also ja, aber es gibt gewisse Vergleiche. Wenn es zum Beispiel ums Zeitfahren geht auf der Straße, kann man sagen, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bahnradsport, mit der Verfolgung. Ansonsten sind es zwei verschiedene Sportarten, zwei unterschiedliche Disziplinen, die aber beide ihre Anforderungen haben, ihre besonderen Anforderungen, aber auch ihren Reiz. Zumindest habe ich das so empfunden. Wie sehen Sie den Radsport in Deutschland also in den letzten Jahren, die Entwicklung? Ja, der Radsport hat sicherlich in einer großen Krise gesteckt nach den Enthüllungen um Jan Ullrich und das Team Telekom. Aber inzwischen kann man feststellen, dass es dort wieder einen Aufwärtstrend gibt. Wir haben eine sehr starke Jedermann-Szene. Wir haben mit der Deutschlandtour endlich wieder eine große Landesrundfahrt, die zurückgekommen ist nach sehr vielen Jahren Abstinenz. Und das sind sehr gute Zeichen, dass der Radsport auf einem guten Weg der Genesung ist. Und der Bahnradsport, da haben wir jetzt vom Straßenradsport gesprochen, der Bahnradsport ist so stark wie sie zu seinen besten Zeiten, sage ich mal, gerade im Kurzzeitbereich, im Sprintbereich. Also dort lebt die Tradition, sag mal, in Deutschland auch weiter. So ein Unfall mit Frau Vogel, also wie kann das überhaupt passieren? Also weiß man das schon irgendwie oder war es ein schreckliches Zufall oder? Ja, ich war jetzt nicht vor Ort, ich kann auch nur spekulieren, aber sicherlich kann man sagen, dass ein gewisses Risiko im Radsport immer mitfährt, bei hohen Geschwindigkeiten, bei Grenzerfahrungen, also bei Leistungen, die nah an die 100% des Menschenmöglichen herangehen. Und eine kleine Unachtsamkeit kann dann schon dazu führen, oder eine unvorhergesehene Situation kann dann dazu führen, dass es schwere Unfälle gibt. Das sieht man im Straßenradsport auch besonders und auf der Bahn passieren leider auch viele schwere Stürze. Und bei Christina war es eben dann mit der Folge, dass sie jetzt ein querschnittsgelähmt ist, was sehr bedauerlich ist. Aber sie geht sehr, sehr professionell damit um. Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit, war sie schon vorher. Und das lebt sie jetzt auch als ein großes Vorbild auch weiter. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Also es ist ja ein höllisches Tempo. Es geht um über 60 km/h, glaube ich, bei Ihnen, bei Männern. Und es geht Rad am Rad, teilweise einen Millimeter. Ja. Sie kämpfen um einen Sieg, also, und auch Adrenalin, sie wollen jeder gewinnen. Aber da geht es auch um Nuancen und Kleinigkeiten. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wie kann man da auch cool bleiben teilweise? Ich glaube, das hat viel mit Vertrauen zu tun, viel mit Ehrgeiz, viel mit Fokussierung auf das eigene Ziel, was man verfolgt. Und man blendet dann gewisse Risiken, muss man auch ausblenden. Und dann ist es eben auch wieder ein gewisser Vorteil, wenn man im Windschatten sein kann und fahren kann, kann man selber Körner oder Energie sparen, um dann im entscheidenden Moment doch den Tick schneller oder besser zu sein. Und das gehört eben dazu, aber dazu fängt man eben doch sehr früh mit dem Radsport an und lernt das dann mit den Jahren, damit umzugehen. Also man sieht die Risiken im Prinzip gar nicht, man spürt sie nicht.
viele kleinere Rundfahrten, mittelschwere Rundfahrten, aber auch einmal eine dreiwöchige Rundfahrt, allerdings die Vuelta in Spanien, aber vom Prozedere her im Prinzip landschaftlich ein bisschen differenziert, aber ansonsten das Gleiche. Sieht man denn überhaupt was von der Landschaft, wenn man fährt? Ja, man kommt ja nicht drum herum, sich auch ein bisschen umzugucken, aber das genießen kann man es nicht wirklich und man betrachtet Landschaft dann auch aus einem anderen Gesichtspunkt. Also wenn es hoch geht, ist es schwierig, wenn es runter geht, macht es Spaß. aber man kriegt schon auch eine Menge mit. Und hast du dann Lust, nach so einer Rundfahrt nochmal die Strecke so abzufahren, mal ganz in Ruhe? So als Tourenrad oder so oder was? Also ich weiß nicht, ob ich kenne niemanden, der danach nochmal den Wunsch hat, das auch als Freizeitausgleich im Prinzip nochmal zu tun. Ich kenne auch wenige, die ihren Beruf mit in Urlaub nehmen. Also nein, den Wunsch hatte ich persönlich nicht. Aber im Wettkampf dann das Jahr drauf, Rundfahrten zu wiederholen, schon gewisse Kenntnisse, Erfahrungen mitzunehmen für die nächste Herausforderung, das war schon wichtig und auch gut. Also das hat nicht geschadet. Wir haben einen großen Anteil russischer Soldaten bei uns gehabt. Wir hatten also auch im Kindergarten schon Kontakt mit russischen Mitbürgern. Sportlich gesehen sind wir sehr viele Rennen auf der Bahn in Russland gefahren, Weltcuprennen. Und auch während der Wettkämpfe gab es auch einen kameradschaftlichen Austausch und Umgang miteinander. Ansonsten, in der Schule die russische Sprache ist weit, weit weg. Das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet gewesen, aber auch dort gab es Berührungspunkte, wie es in der DDR eben war. Wir waren mit Brieffreundschaften auch beschäftigt und der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Das sind also doch ein paar Anknüpfungspunkte aus meiner Karriere oder meines Lebens. Dann gibt man das Mikro weiter.